Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tier Talk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest ein ganz tolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, du konntest die Zeit mit deiner Familie, mit deinen Lieben genießen. Ich hoffe, du hast auch die Zeit mit deinen Tieren genossen, hast ausgiebig gekuschelt und hattest einfach eine ganz, ganz schöne, entspannte und ruhige Zeit. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Ich möchte mit dir heute über Visionen sprechen und warum Visionen wichtig sind. Gerade wenn Silvester vor der Tür steht und man mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr startet und mal Hand aufs Herz, was hast du dir schon alles fürs neue Jahr vorgenommen? Möchtest du vielleicht gesünder leben? Möchtest du mehr Sport machen? Möchtest du mehr Zeit für dich haben oder mehr Zeit für die Familie? Möchtest du vielleicht auch deinen Job finden, den du immer schon gerne gehabt hättest? Möchtest du mehr Geld verdienen? Was auch immer du möchtest, gerade zum Ende des Jahres und zum Beginn des neuen Jahres sind wir ja oftmals unglaublich motiviert und voller Tatendrang, unsere Träume und unsere Visionen umzusetzen. Ich nehme mich hier nicht aus, also ich habe auch immer ganz viele Träume und Visionen fürs neue Jahr, auch tatsächlich Vorsätze, Dinge, die ich mir vornehme, was ich zum Beispiel mehr machen möchte, was ich zum Beispiel weniger machen möchte. Und am Anfang ist man ja in der Regel total motiviert, gerade wenn es vielleicht auch um den Körper geht. Ne? Man möchte mehr Sport machen, man möchte vielleicht sich gesünder ernähren. Und es hält dann meistens so 2, 3, 4 Wochen an und dann merkt man schon, dass so die ersten Schlendrian-Tage mit reinkommen. Und irgendwie so, bei mir ist es zumindest so, wenn ich meine Disziplin einmal unterbreche und so einen faulen Tag mit dabei habe, dann tue ich mich unglaublich schwer, wieder in meine Routine zurückzufinden und meine Vorsätze, die ich gemacht habe, schwinden dann von Tag zu Tag immer mehr und irgendwann gebe ich es tatsächlich auch auf. Ich möchte mit dir heute über Visionen sprechen, weil ich seit vielen, vielen Jahren richtig visualisiere und meine Visionen auch tatsächlich zu Papier bringe. Ich habe seit vielen Jahren ein Vision Board. Also ein Vision Board, das ist eine Bildcollage, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich all die Dinge draufschreibe, Bilder ausschneide, Bilder klebe, die in Verbindung mit meinen Visionen stehen. Das können auch Sprüche sein, die ich ausschneide. Was meistens mit dabei ist, ist Urlaub mit der Familie. Also ich suche mir dann Bilder von Stränden, wo ich hin möchte. Auf mein Vision Board gehört auch immer etwas für mich persönlich dazu, dass ich meinen Frieden finde, dass ich innerlich gelassen bin, dass ich stets richtig ausgerichtet bin. Ich habe Bilder und Collagen in Bezug auf Ernährung und Gesundheit drauf für mich und für meine Familie. Da klebe ich dann immer Bilder auch von meinem Mann und von mir und von der Ilvi mit drauf. Also von allen, für die ich mir sozusagen Gesundheit wünsche. Natürlich habe ich auf meinem Vision Board auch geschäftliche Sachen drauf. Also alles, was ich mir vornehme fürs neue Jahr, was ich mir erträume, was ich gerne ausbauen möchte, wo ich meinen Fokus drauf lege. Auch das ist auf dem Vision Board verankert.
Es ist seit Jahren so, dass ich ein Haus drauf geklebt habe, das sich allerdings noch nie manifestiert habe. Und auch wenn ich ansonsten irgendetwas Materielles möchte, dann steht das auch auf meinem Vision Board. In dem Moment, wenn ich mich hier ausrichte, wenn ich weiß, was ich wirklich will, und das ist zum Beispiel auch die Kunst, dass wir uns im Vorfeld einfach mal Gedanken machen, was wünsche ich mir eigentlich, welche Visionen habe ich denn, wie erträume ich mir mein Leben, was könnte mehr sein, wovon will ich mehr in meinem Leben haben, vielleicht eine glücklichere Beziehung, mehr liebevolle Begegnungen, vielleicht auch tatsächlich einen Urlaub, weil man schon jahrelang nicht mehr im Urlaub gewesen ist. Also im Vorfeld sollte man sich über all die Dinge bewusst werden, die man gerne haben wollen würde. Und ich finde, alleine die Gedanken und sich darüber Gedanken zu machen, was man wirklich will, das geht nicht auf 5 Minuten, sondern das bedarf für mich immer eine Vorbereitung. Also ich, bevor ich ein Vision Board anfertige, mache ich mir wirklich schon tagelang Notizen und Gedanken, was ich wirklich will. Und ich sehe das auch tatsächlich im Nachgang immer an meinem Vision Board, weil die Dinge, die ich wirklich möchte, die bekomme ich alle. Die bekomme ich wirklich alle. Und meistens ist es so, dass ich diese Visionen oder auch diese Träume schon innerhalb der ersten 3 bis 4 Monate im Jahr eingestellt haben. Und das finde ich immer total phänomenal und unglaublich erfreulich natürlich. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es wirklich so schnell geht. Ich habe mein Vision Board auch an einem Ort aufgehängt, wo ich es täglich sehen kann. Bei mir hängt es zum Beispiel an der Klotür innen. Und ja, da fällt ganz oft mein Blick darauf. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns, falls wir so ein Vision Board machen, eben auch einen Platz suchen, der zentral ist und wo man das einfach immer und immer wieder sieht. Viele hängen das auch im Büro auf, wo sie vielleicht auch den ganzen Tag über verbringen und immer wieder auch mal den Blick auf das Vision Board fallen lassen können. Sollte einfach an einer Stelle sein, wo man es immer und immer und immer wieder sieht. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass alleine ein Vision Board zu machen oder sich über Visionen Gedanken zu machen, oftmals nicht wirklich ausreicht. Also es ist auch schon ganz wichtig, dass wir die perfekte innere Haltung dafür haben und dass wir nicht in der Vorstellung leben, dass es ausreicht, so ein sich Visionen aufzuschreiben oder Träume, das, was man gerne hätte, und dann so ein Vision Board anfertigt, sondern man darf natürlich auch etwas dafür tun. Und ich habe schon oft festgestellt, wie zum Beispiel jetzt das Haus, das schon jahrelang auf meinem Vision Board klebt, da habe ich eigentlich noch gar nicht so wirklich viel Kraft reingesetzt. Also ich habe weder intensiv nach Häusern gesucht, ich habe mir nicht intensiv vorgestellt, dass ich in meinem neuen Haus lebe. Ich habe mir einfach ein schönes Bild ausgesucht und mir gedacht, oh ja, so ein Haus hätte ich ganz gerne. Aber das war es dann auch schon. Und das ist auch der Grund, warum sich dieses Haus für mich noch nicht manifestiert hat, weil ich einfach in diesen Wunsch überhaupt keine Energie reinstecke, beziehungsweise eigentlich viel zu wenig. An der Stelle kann man sich natürlich dann die Frage stellen, okay, warum ist es so? Will ich überhaupt ein neues Haus? Beziehungsweise ist mir das neue Haus wichtig? Und da ist jetzt natürlich ein Teil in mir, der sagt, ja, ich will unbedingt ein neues Haus, doch, ich will das, ich möchte endlich woanders leben. Aber der andere Teil in mir, der denkt sich, oh Gott, alles ausräumen, Umzug, Stress, und dann weiß ich noch gar nicht, wo ich überhaupt hin möchte. Also ich begrenze mich da in dieser Vision schon selber, weil zwar auf der einen Seite der Teil ist, der sagt, ja, es wäre so cool, was Neues zu haben, woanders hinzuziehen, und der andere Teil, der eigentlich ein Stück weit dagegen arbeitet. Und das ist auch der Grund, warum oft Träume und auch Wünsche, Visionen nicht in Erfüllung gehen, weil auf der einen Seite eine Stimme ist, die das gerne hätte,
Und auf der anderen Seite eine Stimme ist, die absolut dagegen arbeitet, beziehungsweise die sagt, ach ja, so wichtig ist das jetzt eigentlich gar nicht. Wenn es kommt, dann kommt's. Wenn es nicht kommt, ist es auch okay. Und wenn es denn so sein soll, dann wird es mich schon finden. Und vielleicht kennst du diesen Spruch auch bei dir, wenn du zum Beispiel dir irgendetwas ganz, ganz doll wünschst und dann aber vielleicht tatsächlich gar nicht so viel Energie reinsteckst und dich selber mit der Ausrede belohnst, indem du sagst, naja, wenn ich es wirklich haben soll und wenn es wirklich meins ist, dann kommt es zu mir, dann findet es mich. Ich kann dir an der Stelle sagen, es wird dich nie finden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil du dich nicht dafür öffnest und weil du mit diesen Gedanken den Fluss blockierst. Oft steckt dahinter nämlich vielleicht eine Angst, dass du es nicht schaffst, oder eine Angst, dass du es gar nicht verdient hast, oder was auch immer dein Glaubenssatz ist, der vielleicht dahinter steht, warum du eben deiner Vision nicht den Glauben und das Vertrauen schenkst, das du eigentlich bräuchtest, um deine Träume und deine Visionen umzusetzen und tatsächlich auch, dass sie in Erfüllung gehen. Es gehört auch dazu, wenn du dir etwas wirklich, wirklich wünschst, dass du erstmal auch daran glaubst, dass es für dich möglich ist. Und da fängt einfach auch bei ganz vielen schon das Schlamassel an, weil ganz viele im Inneren nicht daran glauben, dass sie es verdient haben oder dass sie es umsetzen können, dass sie es schaffen. Und in der Regel fängt man dann auch gar nichts an. Also man bleibt so in seinem alten, ja, in seinem alten Tun gefangen und sucht vielleicht im Außen noch Ausreden, warum es nicht geklappt hat. Aber im Endeffekt liegt es letztendlich nur an uns selber, weil wir eben den Glauben nicht haben. Also der Glaube ist schon mal das Erste, was unglaublich wichtig ist, damit deine Visionen und deine Träume in Erfüllung gehen. Das Zweite ist natürlich auch, dass du es dir immer wieder ins Gedächtnis holst, dass du es dir gut vorstellen kannst und dass du vielleicht auch in eine Emotion, wie du dich fühlst, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass du das richtig in dir spürst, dass du diese Emotion in dir aufkommen lässt. Und ja, das funktioniert bei vielen auch ganz gut, dass sie sich das auch richtig, richtig, richtig gut vorstellen können, dass sie vielleicht auch das Gefühl dazu haben, wie sie sich fühlen. Und das Dritte, was dann allerdings dazu kommt, ist, dass man zum ersten Mal etwas dafür tun darf. Also das heißt, es nützt natürlich nichts, wenn ich auf der Couch sitze und darauf warte, dass das passiert, sondern ich darf natürlich auch aktiv werden. Ich darf aus meiner Komfortzone rausgehen. Ich sollte vielleicht auch nach den richtigen Fragen suchen, wie ich das Universum auch unterstützen könnte mit meinem eigenen Denken, mit meinen eigenen Fragen, damit sich das auch zeigt für mich. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man dann anfängt, es auch zu tun, was man sich wünscht. Also auch in die Richtung zu gehen, ohne dass man Angst hat. Und ganz oft halten einen da die Glaubensmuster und die Glaubenssätze auf. Und die halten uns dann so in unserem kleinen Häuschen und wir erlauben uns eben nicht aus der Box herauszukommen und alle Möglichkeiten, die da sind, auch wahrzunehmen. Für mich ist auch immer noch ganz wichtig, auf die eigenen Gedanken zu achten. Wie spreche ich etwas aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel immer sage, ich will ein Haus, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob das Haus jemals kommen wird, weil will, wollen hat etwas, also die Aussprache hat etwas mit Mangeldenken zu tun. Wenn du etwas willst, dann hast du es ja noch nicht. Also das heißt, du bist in einer Mangelenergie und ich bin mir nicht sicher, ob dann eben auch die Fülle oder der Wunsch, das, was du gerne hättest, also in meinem Fall das Haus, ob das dann tatsächlich auch kommt, sondern du solltest so sprechen, dass du es schon hast. Und über solche Dinge
werde ich mit meiner Kollegin Eri Trostl am 2. Januar sprechen. Wir machen dazu nämlich einen Workshop, der sich Visionen 2022 nennt. Und hier geht es darum, deine eigenen Begrenzungen, die du hast, dir bewusst zu machen, mit dir gemeinsam ein Vision Board zu erstellen, die richtige Energie da reinzusetzen. Und als ganz besonderes Special hast du auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, die wir durch die Akasha-Chronik beantworten werden. Also etwas, das dich persönlich betrifft. Vielleicht, das könnte so sein, was muss ich tun, damit sich meine Wünsche und Träume erfüllen? Zum Beispiel, und dann bekommst du eben die Antwort aus dem Feld. Oder warum schaffe ich es nie, dass sich meine Wünsche und Träume erfüllen? Und ja, da laden wir dich ganz herzlich dazu ein. Das sind 2 Stunden, die wir mit dir gemeinsam verbringen. Das ist ein Sonntag, der 2.1. Kannst du dir ja vielleicht mal notieren. Vielleicht hast du da Lust dazu. Es ist ja auch schon bald. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann hör dir einfach diese Podcast-Folge an und setze es so gut wie möglich um. Wie gesagt, mach dir erstmal Gedanken darüber, was du dir wirklich wünschst. Mach dir eine Bildcollage. Schreib dir das auf und dann tu jeden Tag etwas dafür, dass sich deine Wünsche und deine Träume auch erfüllen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder. Ich sag Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk. Von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.